Aber wir erleben in der heutigen Zeit ein großes Problem. Wir erleben einen Prozess in der heutigen Zeit, dass Schahr Ramadan vermarktet wird. Ähnlich wie es mit Weihnachten passiert ist, dass Weihnachten eigentlich das Gebot von Jesus feiern sollte, eigentlich die christlichen Werte feiern sollte, heute völlig vergessen worden ist und sich nur noch auf Konsum, Sonderangebote, Verbrauch, Beschmückung fokussiert hat. Das passiert aktuell gerade auch mit Schahr Ramadan. Wir sehen, dass Schahr Ramadan vermarktet wird, dass sich ein Großteil der Muslime nicht mehr auf die Werte fokussiert, sich nicht mehr darauf freut, das Heilige Buch zu öffnen, das Heilige Buch zu lesen, sich mit dem Heiligen Buch zu beschäftigen, sondern sich mehr darauf freut, wie kann ich meine Wohnung schmücken. Und das meistens genauso nachgemacht wie weihnachtliche Beschmückung. Dass man eher darauf aus ist, wie kann ich meine Geschäfte und meinen Gewinn in diesem Monat erhöhen. Oder wie es gerade in Frankfurt diese Debatte gab, dass man Happy Ramadan in den Straßen beleuchtet hat. Ist vielleicht eine gute Geste, aber das könnte ein Hinweis darauf sein, dass Schahr Ramadan gerade diesem Prozess unterliegt, der Vermarktung, und dass der Fokus nicht mehr auf Gottesdienst liegt, nicht mehr darauf liegt, Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten, zu bereuen, zurückzukehren zu den wahren Werten, sondern nur noch oberflächlich gelebt wird und in Form von Schmuck, von Angeboten, von Konsum geprägt ist. Das ist ein großer, großer Fehler und eine gefährliche Entwicklung, der wir entgegnen müssen. Wir dürfen nicht erlauben, dass dieser heilige Monat mit all diesen großartigen Werten, die er für uns bringt, vereinnahmt wird von der Industrie, vereinnahmt wird von bestimmten Bewegungen, die uns einfach nur in einen Konsumrausch versetzen wollen, damit wir kaufen, kaufen und schmücken und uns gar nicht mehr mit den wahren Werten von Schahr Ramadan beschäftigen. Schahr Ramadan ist der Frühling des Korans, der Frühling deiner Religion. Wenn Schahr Ramadan beginnt, müssen wir zurückkehren zu unseren Wurzeln, zurückkehren zum Heiligen Buch. Wenn Schahr Ramadan beginnt, ist das Erste, woran wir denken sollten, nicht wie man einen großen Iftar-Abend veranstaltet, welche Sendungen anstehen und ausgestrahlt werden, sondern welchen Gottesdienst kann ich verrichten? Was sind meine Bittgebete, die ich in diesem Monat verlesen möchte? Wie möchte ich bereuen? Nicht, wie kann ich die Freizeit, die ich gewonnen habe, wenn man sie gewonnen hat, besser nutzen, um bestimmte Serien anzuschauen. Nicht Netflix sollte mehr Zuschauer bekommen. Der Koran sollte mehr Leser bekommen in diesem Monat. Das ist das Ziel von Schahr Ramadan. Und genau das wird gerade wie weggewaschen von eben dieser Industrialisierung und Vermarktung von Schahr Ramadan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diesen heiligen Monat erfolgreich begehen lassen.